Hallo und herzlich willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Oh, ich habe Obsidian. Woher habe ich Obsidian? Ich habe tatsächlich 2,5 Tonnen Obsidian. Woher habe ich... Ah, da ist tatsächlich Obsidian drin. Habe ich gar nicht gesehen. Das habe ich gar nicht gesehen. Ganz, ganz toll. In der letzten Folge hatte ich ein bisschen Angst. Und ich habe immer noch ein bisschen Angst. Eigentlich sogar ganz viel Angst. Aber ich möchte weitermachen. Darum sage ich hier noch eine Manual Airlock. Wir könnten dann später auch noch die Mechanized Airlocks machen. Das einzige, dafür brauchen wir Energie. Und die können wir dann später einfach abreißen, weil hier nach Osten kommen wir eh gerade nicht. Eigentlich kann ich die auch alle lassen. Oder? Doch, eigentlich kann ich das alles weglassen. Brauchen wir ja eh nicht. Reißen wir das wieder alles ab. Dann haben wir schon mal die Löcher. Das Einzige, ich brauche Essen. Ich brauche Essen. Und da haben wir Probleme. Weil sobald jetzt all unsere Leutchen schön aufgegessen haben, haben wir keine Nahrung mehr. So, Neil ist einfach hier eingeschlafen. Das ist auch ganz toll. Ich brauche Nahrung. Nahrung brauche ich. Nahrung, Nahrung, Nahrung. Ganz viel Nahrung brauche ich. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Angst, dass wir früher oder später ohne Nahrung dastehen. Wenn man bedenkt, dass zum Beispiel auch bei dem Spiel Don't Starve, wo der Titel eigentlich schon verlauten lässt, dass man hier nicht verhungern sollte, ganz am Anfang sogar die Gefahr hatte, dass man verhungert. Ja, wir produzieren viel zu wenig Energie. Viel zu wenig Essen. Und hier das große Plus, obwohl das ist gar nicht mal so ein großes Plus, das sind 3 Kilo. Das sind 3 Kilo Unterschied. Wir müssen mehr Sauerstoff produzieren. Wir haben hier diese 3 Kilo Plus auch bloß durch hier dieses Oxalite da unten. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das wird alles sehr, sehr knapp werden. Aber was ich sagen wollte, bei Don't Starve, da war es ja so, am Anfang, ganz am Anfang, als es noch die Beta gab oder die Alpha, da hatte man wirklich große Probleme, nicht zu verhungern. Mittlerweile ist es so, Essen, ja, ist schlimm, aber es gibt Schlimmeres, zum Beispiel 10 Millionen Monster, die dich umbringen, vor allem diese Hundewelten sind einfach bloß ekelhaft, ganz ernsthaft. Vor allem Feuerhunde. Ich hasse Feuerhunde. Was ich auch sehr hasse, sind diese Giants. Aber oh, das gehört jetzt alles nicht zum Spiel. Ich hoffe, es gibt hier keine Bosse. Wahrscheinlich ist es jetzt noch so, Oxygen not included. In der Alpha heißt, ja, produziere ganz viel Sauerstoff, das ist dein Problem. Und danach in der Release-Version wird es dann sein, ja, jeden Tag kommt irgendein Wurm hier von oben angefressen oder angekommen und frisst dann alle auf. Das kann es natürlich auch geben. Ich traue das den Kleitypen sogar zu, dass sie sowas machen. Aber okay. Aber okay, wir haben ganz viel Wasser da unten, das ist ganz, ganz toll. Und forschen auch immer besser. Die Frage ist bloß auch, was kommt hier dann noch alles an Forschung hinzu? Momentan ist es ja noch sehr übersichtlich. Aber man muss auch bedenken, es ist hier ein Development Build 208689. Habe ich das gerade richtig vorgelesen? Wahrscheinlich nicht, aber was soll's. Produziere Nahrung. So, hier zum Beispiel ist es schon wieder zu warm. Hier zum Beispiel ist es schon wieder zu warm. Das gibt es doch nicht. Dann sage ich hier diesen Alge-Deoxidizer. Den geben wir jetzt mal auf die Ebene hier. Oder setzen wir den darüber. Eigentlich ist er da ganz gut. Setze ich den einfach hier rüber und sage... Utility ist auch sehr schön. Strom. Strom, Kabel, 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 Kabel. Dann werde ich hier sagen, weil ich die gerne auch im Boden dann früher oder später alle setzen möchte. Setzen wir die schon mal in den Boden, damit hier
Also momentan schaut es auch nicht so unschön aus, aber oberirdische Leitungen sind halt nicht schön und könnten vielleicht auch gefährlich sein, wenn da einer aus Versehen hintatscht. Wir haben keinen Strom. Ganz toll. Keinen Strom, aber dafür haben wir fast die Forschung fertig. Bloß Fortschritte kann ich jetzt nicht sagen, dass wir große machen. Alle arbeiten fleißig vor sich hin, aber leider haben sie relativ wenig Zeit, um das zu machen, was wir denn jetzt bräuchten. Nämlich zum Beispiel hier die paar, also hier den Milwuzid noch zu nehmen, hier vielleicht noch den Bristol-Breyer für ein bisschen mehr Deko. Wäre natürlich auch ein bisschen Essen da, aber das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Was ich eher bräuchte, wäre Forschung fertig und dann unsere Sauerstoffproduktion. Unsere Sauerstoffproduktion ist wichtig. Skill Increase, das ist alles ganz, ganz toll für Soul, der mittlerweile... Nein, Grangi. Grangi, was hast du? Nein, das bin ich. Wo ist ein Grangi? Grangi. Interrupted Sleep. Warum? Red. Da ist Red. Auch Interrupted Sleep. Warum? Habt ihr nicht ausgeschlafen? Warum habt ihr nicht gut geschlafen? Sagt mir das bitte. Und ich frage mich zum Beispiel hier diese Morbs. Sobald wir diesen hier vernichten, spawnt der neu oder spawnt der nicht neu? Das wäre so die Frage. Gibt's hier, also was für Monster gibt's hier überhaupt? Spawnen die neu? Zum Beispiel hier der ganze Slime. Spawnt der neu oder nicht? Das sind da Fragen über Fragen. Das sind Fragen über Fragen, die mir keiner beantworten kann, momentan wahrscheinlich. Aber falls ihr es trotzdem wisst, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich bin dann mal gespannt, was ihr dazu sagt. Der nächste Tag ist auch schon wieder vorbei. Wir produzieren natürlich ganz viel Essen, aber leider reicht das auch nicht unbedingt. So, Research ist fertig. Heißt, wir machen jetzt die Advanced Filtration. Haben hier den Electrolyzer und den Water Purifier. Use sand to purify contaminated water. Könnten wir natürlich auch machen. Die Frage ist jetzt bloß, zuerst mal schauen wir den Report an. Da haben wir wieder ein Plus im Sauerstoff. Das ist schön. Sonst schaut es eigentlich auch ganz gut aus. So, jetzt ist die Frage. Wir haben hier einen Electrolyzer. Wo kann ich das auch alles hinbauen? Wasserstoff ist leichter als Dings. Das heißt, wir könnten das eigentlich hier hinbauen. Sag ich mal, hier machen wir zu. Mit einem ich möchte hier überall diese Mechanized Airlocks hinbauen, aber zum Beispiel eine Tür braucht schon 120 Watt. Und das haben wir nicht. Wie viel produzierst du überhaupt? 400 Watt produzierst du. Also mit einem Laufrad können wir so gut wie gar keine Türen tatsächlich haben. Wie machen wir das jetzt? Produces steady things. So, Oxygen, Hydrogen, Heat. 1000 Wasser pro Sekunde und 120 Watt. Wenn ich hier jetzt sage, Hydrogen Generator. Wenn ich den jetzt hier hinsetze.
Jetzt muss ich natürlich ein bisschen nachdenken. Wenn ich den hier hinsetze und hier direkt daneben den Elektrolyzer, dann wäre jetzt natürlich die Frage, ich glaube, die machen das nicht automatisch, dass sie Sachen aufnehmen. Also hier, da müssen wir unbedingt Wasser von da unten raufpumpen. Aber ich glaube, unser Hydrogen Generator, der braucht tatsächlich einen Ein- und Ausgang von Gas. Warum geht jetzt Soul aufs Klo, bitte? Geh sofort schlafen. So, wir haben jetzt natürlich kein bisschen Energie mehr über. Wir haben kein bisschen Energie mehr über. Dafür kann ich zum Beispiel sagen, das hier können wir canceln. Bisschen Essen haben wir ja. Also gut ist was anderes tatsächlich. Zum Beispiel das Ding brauchen wir auch gerade nicht. Das können wir, obwohl nicht deconstructen, sondern canceln. Disablen. Disable Building, bitte. So. Du hast das jetzt disabled. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Und das hier möchte ich bitte priorisieren, die zwei Sachen, wenn das geht. So. Soul ist schläfrig. Die sind alle irgendwie schläfrig und ich weiß nicht warum. Grangi 19%. 19%. Ja, warum? Interrupted Sleep. Ja, ja. Geschlaf halt einfach durch. Schlaf halt einfach durch. Aber nö. Denken sich die. Warum soll ich auch schlafen in der Nacht? Ich gehe lieber mitten in der Nacht aufs Klo. Was ist hier drin? Ich würde sehr, sehr gerne wissen, was hier drin ist. Nein, das zuerst ausbuddeln. Buddel das aus. Das hier, dankeschön. Was ist da drin? Mealwood-Seed, prima. Hier haben wir auch ein bisschen wieder was zum Abernten, also zack. Mealwood-Seed. Mealwood-Seed zum Einpflanzen. Und ich glaube, die müssen wir, oder? Ne, die wurden schon automatisch nachgepflanzt. Gut. No Wire Connected und No Liquid Intake, das ist richtig. Das habe ich mir auch erwartet. So, da drüben ist Energie. Hier ist Energie. Das Einzige, ich weiß natürlich nicht, Power Switch. Kann ich das da eigentlich einfach so hinsetzen? Das wäre jetzt natürlich die Frage, da könnte ich das hier so machen, wenn mich das nicht täuscht. Nein! Cancel, meine Güte, doch nicht alles abernten. No gas intake, empty pipe. Okay, also das ist tatsächlich so, dass wir, schauen wir mal hier, Gaspipe, einen Input brauchen. Also mit der Gaspumpe, das wird ja alles ganz, ganz lustig, mit der Gaspumpe hier Input und hier das da rein. Dann haben wir da schon mal einen Gasinput von hier, diesem Elektrolyzer. Dann brauche ich Wasser. Wasser, wie machen wir das? Da bräuchte ich zuerst mal eine Wasserpumpe. Die setze ich am besten hier direkt hin. Also ich glaube, die kommen da nicht mal direkt hin. Heißt, baue ich hier noch eine Leiter. Baue ich hier noch eine Leiter und sage, hier könnten wir, wie viel Sand haben wir? Wir haben ein bisschen viel Sand. Wo waren das jetzt? Refinement. Water Purifier. Könnten wir dann? Da wäre jetzt die Frage, wie viel Input, wie viel Output das hat. Wie viel Input, wie viel Output?
So, jetzt wird's interessant. Water Purifier, ja. Wir könnten dann natürlich dann das Wasser da, also das verbrauchte Wasser hier reintun, wenn wir denn überhaupt verbrauchtes Wasser haben. Ich glaube, ich verbinde das erstmal und dann sehen wir, ob wir überhaupt das verbraucht, obwohl eigentlich mit dem Elektrolyzer entsteht ja kein Wasser mehr. Heißt Liquid Pipe. Von hier geht's darüber und dann hier hoch. So vielleicht. Und wenn wir jetzt das alles angebaut oder hingebaut haben, dann müsste das eigentlich alles so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Dann sage ich zuerst mal, ihr priorisiert erstmal das alles. Also, zack, zack, zack. Dann ist hier dieser Bereich schon mal priorisiert. Der sollte jetzt gebaut werden. Der sollte jetzt gebaut werden und sonst schaut alles relativ gut aus. Eieieiei. Das wird alles sehr, sehr lustig. So, die Lice Loaves, die möchte ich hier bitte weiter in Produktion haben. Jedes Mal, wenn wir die abernten, können die automatisch hier weiterverarbeitet werden. Und ich glaube, wir haben momentan die benötigte Produktion von hier unseren schönen Würmchen, dass wir da auch schöne Barren draus machen können. So, hier Power Switch. Baue den Power Switch. Will wissen, wie das ausschwitzt. Oh, meine Güte. Möchte wissen, wie das aussieht. So, hier oben brauchen wir noch mehr Energie. Wir verbrauchen viel zu viel Energie. So, aber da kann ich theoretisch einfach hier hochbauen. Oder bauen wir das von hier aus? So, direkt hinter den Rohren. Direkt hinter den Rohren. So, Power Switch. Ich will mal wissen, wie das funktioniert. Ob das einfach so funktioniert, ob ich das falsch hingesetzt habe. So, du bist jetzt an. Ist das richtig? Und wenn ich hier sage Turn off, dann kommt einer und ja, Hebel aus. Das heißt, da müsste jetzt eigentlich kein Strom hinkommen. Richtig. Gut, prima. Das ist prima. Hier könnte ich vielleicht noch ein paar richtige Batterien aufstellen. Zwei große, zum Beispiel hierhin. Damit wir ein bisschen Energie speichern können. Wäre ja auch blöd, wenn wir da nachts wieder keine Energie haben. Weil ich weiß tatsächlich nicht, wie viel Strom die verbrauchen. 27%. Warum können die nicht durchschlafen? Grangi, wo bist du? Interrupted Sleep. Ja, aber warum? Warum möchtest du nachts nicht schlafen? Die werden mir alle viel zu plemplem. Kann ich hier vielleicht noch irgendwas anderes machen? Mess Table. Könnten wir da natürlich... wie viele sind wir? 2, 4, 6. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ist das richtig? Müsste eigentlich richtig sein. Ist hier drüben alles gebaut? Fast. Hier stimmt irgendwie was nicht. Was stimmt da nicht? Das stimmt eigentlich alles. Und hier, das ist eigentlich auch schon gebaut. Wahrscheinlich die Stromleitungen sind noch nicht. Nee, keine Ahnung, was hier angezeigt wird. Keine Ahnung, was da angezeigt wird. Ist auch wurscht. Wir möchten bauen, das hier zum Beispiel priorisieren. Das wäre zum Beispiel ganz schön, damit wir ein bisschen Stressreduktion haben. Weil das ist mir ganz ehrlich ein bisschen zu gestresst hier bei 31% mittlerweile schon. So, die Tische sind alle gebaut. Sagen wir hier, ich, Red, Grangi, Saul, Neil und Peijing. So, die Tische sind jetzt alle besetzt. Dann holen die schön Essen, kommen hierher, setzen sich hier in Essen und
haben minus 0,03% Reduktion. Wow, das hat sich voll gelohnt. Warum produzieren wir hier eigentlich Mushrooms, oder? Das sieht mir nämlich gerade nach den Mushbars aus. Das sieht hier gerade nach den Mushbars aus. Aber ich möchte hier diese Lice-Loaves produzieren. Keine Ahnung, ist auch wurscht. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wie immer gilt Grüßli, euer Mr. Grutzi. Bis dahin, tschüss.